Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Spaß bei diesem Video heute. Es ist mittlerweile März, der Frühling beginnt und das heißt wieder, es ist Zeit der Morgenroutine. Denn ich sag euch, Winter und früh aufstehen ist für mich gar nichts. Da ist wirklich der Snooze-Button mein bester Freund, weil ich, wenn es dunkel ist, einfach überhaupt nicht gut aufstehen kann. Aber jetzt, wenn es morgens wieder heller wird, ist die perfekte Zeit wieder, um seine Morgenroutine zu resetten und einen freshen Start in die neue Jahreszeit zu haben und auch in dein neues Ich. Also viel Spaß am heutigen Video. Heute reden wir darüber, wie du deine richtige Morgenroutine für dich designen kannst. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und auf diesem Video einen Daumen nach oben zu geben oder einen Kommentar zu schreiben, falls es dir gefällt. Eine gute Morgenroutine kann dir helfen, Stress zu vermeiden, Angst zu reduzieren, einen produktiven Tag zu haben und definitiv auch mehr zu schaffen. Was wichtig ist, ist aber, dass deine Morgenroutine nicht gesetzt ist. Das heißt, wenn eine Morgenroutine für dich nicht funktioniert, kannst du sie auch immer noch ändern. Ich habe oft das Gefühl, dass alles perfekt sein muss. Ich muss eine perfekte Morgenroutine haben mit diesen super schönen, am besten 10 Schritten, die ich jeden Morgen eben genauso durchführe. Und mein Problem dabei ist immer, dass wenn ich es perfekt machen möchte, ich irgendwie so einen krassen Perfektionismus habe, dass ich die Routine schnell mal gerne wieder aufgebe. Weil ich immer denke, 100% oder 0%. Aber dieses Mindset ist halt komplett dumm. Lieber ein bisschen machen, als gar nichts machen. Lieber nur diese eine Gewohnheit morgens machen, als gar keine gute Gewohnheit morgens zu haben. Du kannst die Routine immer ändern, je nachdem, was für dich einfach gerade Priorität hat. Beispielsweise wache ich im Frühling und Sommer gerne früher auf. Im Winter klappt das für mich halt eben nicht so gut, weil es früh so dunkel ist. Falls du gerade zum Beispiel ein Projekt hast, wie eine Facharbeit, hast du natürlich irgendwie morgens andere Prioritäten als sonst. Das heißt, du hast vielleicht in dieser Zeitspanne dann irgendwie eine Stunde für deine Facharbeit. Oder wenn du gerade Klausurenphase hast, ist es vielleicht eine halbe Stunde Lernen. Also die Morgenroutine ist nicht gesetzt. Natürlich solltest du nicht jeden Morgen eine andere haben, denn das würde den Sinn von Routine ein bisschen zerstören. Aber was ich nur sagen möchte ist, ihr müsst nicht diesen Perfektionismus haben und denken, die Routine, die ich mir jetzt aussuche, ist die, die ich die nächsten 10 Jahre so durchziehen muss. Weil das stimmt nicht. Du kannst sie immer ändern, weil sich deine Prioritäten natürlich auch ändern. Der nächste Tipp ist auch, dass du deine Morgenroutine nicht von anderen Influencern abhängig machen solltest. Ich sehe bei TikTok und bei YouTube super oft diese That Girl Morgenroutine, 4 a.m., 4 Uhr morgens aufstehen, direkt joggen gehen, healthy breakfast und so weiter. Und da fühle ich mich teilweise sehr niedergeschlagen, da ich mir denke, dass ich so eine Morgenroutine niemals durchziehen könnte um 4 Uhr morgens oder so. Du hast dein eigenes Leben, deine eigenen Prioritäten, du weißt, was für dich am besten ist. Du kannst dich gerne für Influencern, also beeinflussen lassen, aber versuche am besten deine Routine individuell zu halten. Weil es ergibt nicht so viel Sinn, die Ziele und deswegen auch die Gewohnheiten von anderen zu kopieren, wenn das gar nicht deine eigenen Ziele sind. Das musste ich auch erstmal lernen. Okay, wie bilden wir jetzt aber unsere Morgenroutine? Als allererstes ist es wichtig, jeden Tag um die gleiche Uhrzeit aufzustehen und wieder einzuschlafen, da unser Körper nämlich so einen Rhythmus braucht. Und ich merke es total oft, dass wenn ich am Wochenende zum Beispiel viel später einschlafe, viel später aufstehe, dann bin ich an dem Tag auch irgendwie nicht so gut gelaunt. Ich habe Kopfschmerzen, ich kann mich nicht konzentrieren, weil mein Körper irgendwie aus diesem Rhythmus rauskommt und ich dann nicht arbeite, wenn Arbeitszeit ist und ich schlafe, wenn Schlafenszeit ist. Ich muss aber sagen, ich priorisiere Schlaf über meine Morgenroutine. Das heißt, wenn ich mal zu spät ins Bett gehe an einem Schultag, weil ich eben noch länger was machen musste oder was weiß ich, einfach nicht früh schlafen gegangen bin. Das heißt, wenn ich eigentlich um 5 Uhr aufstehen möchte, aber eben eine Stunde zu spät ins Bett gegangen bin, dann schlafe ich halt nochmal weiter eine Stunde, also bis 6 Uhr und mache dann diese Morgenroutine nicht. Denn ich muss sagen, ich habe auch eine leichte Schlafpanik. Für mich ist Schlaf sehr wichtig und wenn ich nicht meine 8 Stunden Schlaf kriege, bin ich den ganzen Tag schlecht gelaunt und deswegen ist Schlafen immer hat Schlaf immer eine höhere Priorität als meine Morgenroutine. Wenn du deine feste Schlafens- und Aufwachzeit hast, kommen wir jetzt zu den Gewohnheiten in der Morgenroutine. Und falls du schon länger meinen Kanal kennst, weißt du, dass für mich Gewohnheiten immer mit Zielen einhergehen. Irgendwie Ziele und Gewohnheiten sind immer connected. Weil ich einfach denke, dass Gewohnheiten, also kleine Schritte, die wir jeden Tag gehen, dich jetzt endlich zu deinem großen Ziel führen werden. Beziehungsweise auch wenn du vielleicht kein Ziel hast, werden trotzdem die Gewohnheiten, die du hast, dich irgendwo hinführen. Und am besten wäre es natürlich, wenn wir uns jetzt aussuchen könnten, wo dieses Ziel ist. Weil die Sache ist, dass wir diese Gewohnheiten halt jeden Tag machen. Und Dinge, die wir jeden Tag machen, werden einen großen Einfluss haben über einen längeren Zeitraum. Wenn ich beispielsweise jeden Tag eine halbe Stunde Italienisch lernen würde, könnte ich wahrscheinlich sogar schon nach einem Jahr ganz okay Italienisch verstehen und sprechen. Und das ist halt nur eine halbe Stunde am Tag. Deswegen würde ich euch empfehlen, erstmal Jahresziele zu setzen. Ich bin mir sicher, dass falls du dieses Video geklickt hast, du das wahrscheinlich schon hast, weil du eine Person bist, die sich für diese Dinge interessiert. Wenn nicht und du so eine Person werden möchtest, dann
abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, weil hier jede Woche Videos zum Thema Selbstoptimierung, Produktivität, Schule, gute Noten und alles drum und dran online kommen. Was ich auch immer schön finde, ist zu gucken, was ist eigentlich mein Ziel hinter dem Ziel. Also du überlegst dir sozusagen dein Endziel, dein Jahresziel oder dein Lebensziel und überlegst dir dann, was ist eigentlich das richtige Ziel hinter meinem Ziel. Beispielsweise, ich möchte gute Noten haben. Warum? Ich möchte einen guten Abschluss haben. Warum? Ich möchte studieren. Warum? Ich möchte einen guten Job haben. Warum? Ich möchte Sicherheit haben. Und dann merkst du irgendwann, was eigentlich dein richtiges Ziel ist für dich persönlich, vielleicht sogar in deinem ganzen Leben. Und dann hilft es oft, andere Ziele oder ähnliche Ziele zu finden. Wenn ich das gemacht habe, nehme ich mir gerne einen Zettel und schreibe da eben ganz viele Ideen auf und brainstorme einfach mal meine Inspiration, meine Ziele, meine Gefühle und dann eben auch die Gewohnheiten, die dazu führen können. Wenn du dann irgendwann deine Gewohnheiten richtig runtergebrochen hast und dann irgendwie so, weiß nicht, 5, 6 Gewohnheiten hast oder vielleicht auch weniger, vielleicht auch mehr, das ist halt wieder ganz individuell. Ich bin auch keine Person, die dann 10 Sachen am Morgen machen kann. Ich habe meistens so 3, 4 so extra Sachen, die ich gerne mache. Und natürlich dann auch so Basic-Sachen wie Essen, Zähne putzen, anziehen, Schultasche packen oder so, ja. Und dann hast du basically auch schon deine Morgenroutine. Was wir jetzt machen, ist, uns accountable zu halten. Uns rechenschaftspflichtig, pflichtig zu machen, ja. Falls du schon einen Accountability Buddy hast, von dem habe ich ja schon hier in meinem Video gesprochen und das Ganze auch erklärt, dann ist es natürlich super, wenn ihr euch da gegenseitig accountable haltet. Falls du das nicht hast, geh doch einfach einen Habit Tracker. Das heißt, du schreibst einfach mal die Tage im Monat auf und hakst dann einfach ab, wenn du dir die Morgenroutine genauso durchgezogen hast und trackst also deine Gewohnheiten. Falls du dich jetzt noch mehr für das Thema Routine interessierst, kann ich dir dann auch diese Playlist hier empfehlen, wo ich gefühlt schon 1000 Routinen drin habe. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.